Der ist ja geil. So Säbelzahn-Tigerkopf mit zusammengewachsener Augenbraue und Bart. Guckt euch das mal an im Stream. Das sieht gut aus. Du magst Montag nicht. Das ist eigentlich nicht der Wochentag das Problem, sondern die Umstände. Könnte auch sein, dass seine Arbeitswoche am Samstag beginnt. Dann würdest du den Samstag nicht mögen. Der Wolf ist mega geil. Ja, der ist geil. Ey, ich hoffe, man kann den kombinieren. Also mit meinem Piratentattoo, das ich von... Also, ne? Mit meinem Kompassrosentattoo, das ich von mir geklaut habe. Plus, dann sieht er halt genauso aus wie ich. Zusammengewachsene Augenbraue. Schade. Weil die ist ja rot, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ja. Ich finde ihn weiß vielleicht auch geil. Ach, weiß. Ein Eisbär. Ja, Lyri ist... Guck mal, die Eisbären haben schon genug Probleme. Du würdest trotzdem noch Eisbären töten, ne? Nein. Du bist so ein richtiger ehrenloser Mensch, ey. Lyri ist einer von den Leuten, die mit dem Schlauchboot oben in der Antarktis rumfahren. Und dann die Eisbären, die nicht flüchten können, auf ihren schwindenden Eisschollen, die dann noch wegknallen, weißt du? Mit dem Raketenwerfer oder sowas. Oha. Mit dem Raketenwerfer. Klar, habe ich immer in der Handtasche dabei. Na du Kackeisbär, wie fühlt sich das an? Dann hast du nur so einen riesen Hackfleischhaufen und den Schädel. Naja, ich meine, wer will denn einen Eisbärenschädel sich auf den Kopf packen? Hm? War ich das oder warst du das? Was soll das aber von der Farbe her für ein Tier sein, das rot ist? Ein verdammter Säbelzahntiger mit Sonnenbrand. Ich sehe das hier häufig genug. Die Leute sind dann der Meinung, ich habe Urlaub, also muss ich die Zeit auch nutzen. Und dann laufen die laufen halt wirklich krebsrot durch die Ortschaft. Nun, wenn du krebsrot gebrannte mit Wundwasserblasen Menschen im Lidl laufen siehst, das ist auch nicht unbedingt schön. Und die müssen eigentlich auch ins Krankenhaus, die Kackvögel. Gehen sie aber nicht, weil ich habe ja Urlaub, ich muss die Zeit nutzen, muss ja schön braun werden. Nein! Schöner 360-Domme, hast du gut gemacht. Ja, ne? Er dreht sich so einen Brummkreis, er knallt mit der Stirn gegen diese Palette da. Jetzt ganz neu. Unser Schwermetall. Hotdog mit Fischgeschmack. Lecker. Dosenfisch mit Hotdog gepaart, Alter. Das ist es ja letzten Endes. Schön Thunfisch in eine Dose mit ein bisschen Hotdog. Ich will deinen Schwanz. Hallo, gib mir deinen Schwanz. Der Domme bettelt ja förmlich drum. Gib mir bitte deinen Schwanz. Er läuft halt über die Straße, weißt du? Durch die Gassen von Berlin. Bitte gib mir deinen Schwanz. Ich will unbedingt deinen Schwanz haben. Bitte gib mir deinen mächtigen Schwanz. Was? Overtime? Wieso? Wieso? Ich hab doch einen Schwanz, da kann das Game doch enden. Hier hinten steht einfach ein Grüner rum mit einem Schwanz, der macht gar nichts. 3, 2, 1. Ah! Nein. Qualified ja, okay. Trotzdem. Uff. Was haben die denn für ein Timing, Alter? Die sind immer komplett geistig eingeschränkt, Mann. Die springen direkt auf diesen Balken und werden weggekickt, ja, Alter. Zwei. Boom! Er macht das Ding! Ja. Oh! Eiskalt das Ei versenkt, Alter. Der war nicht gut, das war der Beste, Alter. Toch, die deutsche Nationalelf, die wird blass von Neid, die haben ein Eigentor gemacht. Und ich hab wieder Korfball. Nice, weg damit mit dem Dreck. Fede ist der Fußballer des Jahres. Auf jeden Fall. Nein. Das ist der Dosenkopf, ich sag's dir. Sie nennen mich nicht umsonst Dosenbirne. Wir haben gute Torwerte, warte. Torwerte. Torwerte auch. Torwarts. Torwarts heißt das. Mehrzahl. Echt? Okay. Aber das Wort hier wieder. Boom! Also. Oh, der war perfekt. Wo ist die linke Flanke? Wo ist die linke Flanke? Wo seid ihr? Ich bereite alles vor, weißt du? Ich dribbel die aus, weißt du? Nee. Und meine Teammates sind einfach nicht da. Nicht existent. Guck, hier wieder ein Tor gemacht. Fide macht das Ding. Was ist los mit euch? Ihr Lelix. Noch ein Tor. Ja, so wird's gemacht. Leute. Wo ist der Ball hingeflogen? Ach, da. Nein, der muss schon. Kann doch nicht sein, dass ihr über dieses Ergebnis glücklich seid. Da geht mehr, da muss mehr gehen. Echt so. Richtig so. Guck mal. Oh. Na! Und hingeboxt das Ding. Lass mich los. Kick. Guck mal, da kommt noch ein Ball. Noch ein Ball. Und das wird noch ein Tor. Wir sind weiter dabei. Alter, hab die auf die Fresse gekriegt, ey. Domme, was machst du denn da? Oh je. Oh je, pass auf, die Stange kommt. Oh, das war knapp. Pass auf. Ich bin drin. Der ist schon wieder runtergefallen. Domme, also, das ist nicht gut. Was tust du, Domme? Er springt halt. Okay, du bist einer von den Typen, die ich vorhin ausgelacht habe, weil die sind vorhin nämlich auch auf das Ding raufgesprungen, Alter. Rübergehechtet genau drauf und wurden halt wirklich rausgekickt, also richtig entsorgt von dem Ding. Oh.
Na klar, Ayumi, Unkraut vergeht. Mir geht's immer gut. Kennst mich du? Ich lass mich nicht unterkriegen. Yo. Ich vermute, der Typ ist ein Cheater hier vorne. Der ganz, ganz vorne, ist das denn gesehen? Nee, warum? Weil der hat einen, wie soll ich sagen, einen Sprungstart gemacht. Der ist geflogen. Der ist einfach schon 150 Meter vor uns. Iss dein Essen und halt die Backen, Frau. Oh je. Hier ist der, da ist wieder dieser Löwentypi. Hast du das gesehen? Nee, der kann unmöglich schon da vorne gestanden haben. Siehst du das? Oh, ich, ja. Ich kann leider nicht höher gucken, er hat sich gerade hochgeboostet. Alles gut, ich hab gerade im Stream geguckt. Cheater, Alter. Da oben läuft er. Ja, und der versucht nämlich jetzt andere Leute aufzuhalten und abzuhalten und runterzuwerfen. Das ist einfach nur das allerletzte, Alter. Cheaten sowieso schon und in so einem Game brauchst du nur wirklich nicht zu cheaten, ey. Und es gibt, hatte ich vor Ewigkeiten mal in meinem Discord gepostet, es gibt ein Video, Interview with a PUBG Cheater. Und der Typ sagt halt wirklich so, ja, Schuld daran, dass die Leute cheaten, da sind die Streamer, weil die machen Sachen vor, die unmöglich zu machen sind. Und jeder mit einer KD über 2 ist sowieso ein Cheater. Fühle ich mich sofort angesprochen, weil ich in Apex eine 4er KD habe. Klar, weil ich bin einfach nur gut. Deswegen bin ich automatisch ein Cheater für diesen Vollidioten. Nur weil der einfach scheiße ist, und zwar beschissener als Hundescheiße, sind alle anderen automatisch Cheater. Weil er zu dumm ist und nicht in der Lage ist, ein Game zu lernen und die Mechanics zu lernen, sind alle anderen Cheater. Oh nein, ich hab den Cheater im Team. Oh, schöner, aber schöner Kopfball. Da hinten läuft er. Das ist unfair, Digga. Lass das sein, Mann. Vor allem, er fliegt ja halt. Nee, weißt du was? Ich verlasse die Show. Gewinnen kann ich sowieso nicht, weil der am Hacken ist. Ich will nicht mit dem Cheater zusammenspielen, dann verzichte ich auf die Krone. Da will ich kein Game gewinnen, wenn ich einen Cheater im Team habe. Was Cheater im Kopf vorgeht, die rechtfertigen alles, was sie tun. Das ist das Problem. Ein Cheater hat immer eine Ausrede für das, was er tut. Weil, wenn es kein SBMM gäbe zum Beispiel, dann sagt der Cheater, ja, ich werde immer gegen die Guten und gegen die Streamer, die sowieso alle nicht sauber sind, dann muss ich halt auch. Nein, wenn jeder gute Spieler automatisch als Cheater abgestempelt wird, ey, dass einem das mal rausrutscht, what the fuck, der ist am Cheaten. Aber sich hinzustellen und zu sagen, alle mit einer 2er KD plus sind Cheater und Streamer sowieso und nee, das ist einfach nur erbärmlich, Alter. Nur weil die anderen so viel besser sind als du. Du bist scheiße, sieh's ein. Ich habe kein Problem damit, dass es Leute gibt auf diesem Planeten, die wesentlich besser sind als ich. Lyri, was machst du? Ah! Nein, ich muss ach! Sie nimmt halt gepflicht 2 Felder mit 3 Felder, Alter. Lyri mit ihrem fetten Arsch. Die Freunde haben einen kleinen Pfeil über dem Kopf. Nein. Siehst du hier einen kleinen Pfeil? Nope. Hier gibt's keine Pfeile. Unfortunately, hier gibt's keine Pfeile. Die Pfeile hast du nur, wenn du selber spielst. Lyri, mach gleich wieder 2 Felder. Wieder 2 Felder. Lyri. Ja. Okay. Nein. Was machst du? Was machst du da? Keine Ahnung. Sie eiert halt wirklich durch die Gegend. Das sieht einfach nur geil aus, wie du einfach teilweise 2 Felder, also sie macht wieder 3 Felder auf einmal. Lyri hat, glaube ich, die Spread, Alter. Sie landet einfach in der Mitte von 3 Feldern und macht die halt eiskalt weg. Bum. Unten das Gelbe ist dann schon das letzte, Lyri. Ne, ich will ja keinen Stress machen, aber... Psst. Aber das Gelbe, das Blaue ist dann das letzte Lyri. Und sie macht wieder 2 weg auf einmal. Auf eiskalt. Ja. Und wieder 2. Das machst du doch mit Absicht. Scheiße, ne? Bum. Oh, oh. Letztes Feld. Lyri. Oh, oh. Lyri. Ja, oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's eng, Lyri. Konzentrier dich. Sie springt in den Abgrund. Oh, Mann. Oh, wo ist Doktor? Doktor ist raus, glaube ich. Oh. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Oh, schade. Oh, no. Oh, Mann. Nein. Ah! Weißt du, diese Leute, die einfach nur rumstehen und nichts machen, die sind ja grausam, ne? Findest du? Kriege deinen Schwanz noch. Nein! Oh, nö! Boom! Es wird der Sieg! Im richtigen Moment. Klaut er mir meinen Schwanz. Da hört die Freundschaft auf! Der letzte
Sekunde. Ja, ja, im letzten Moment. Alter. Es tut mir leid, Lüri. Aber halt wirklich in der letzten Sekunde. Ich dachte, yay, und dann kommst du. Noch drei Sekunden auf der Klopp, Alter. Noch drei Sekunden auf der Glock und ich klau hier einfach das Telefon. Oh, Manu. Jetzt hängt der Hausding schief. Gut, dass wir nicht zusammen sind, das würde übel Streit geben. Die würde mich beim Armbrot, würde sie mich nur böse angucken. Dann würde ich so, das war mein Schwanz. Das war mein Schwanz.